So, da sind wir wieder. Ja, ich habe jetzt nicht besonders viel weitergemacht gerade im Moment. Bin jetzt erstmal dabei, die Wolfsbauten platt zu Das könnte machen. ein bisschen lauter Der werden. Winter ist inzwischen weg und ich habe zwei Angriffe überstanden. So. Ja, Mentor. Es gibt einen neuen Auftrag für euch, Mylord. Hast einen neuen Auftrag? Ich tue mein Bestes. Ja. Auf jeden Fall haben die Wölfe ganz schön viel Schaden gemacht. Da kam ungefähr so 10 oder so. Die haben beide hier mein Dorfzentrum abgerissen. Das ging ja natürlich dann gar nicht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Und um jetzt Geld reinzukriegen, weil für Technologie und so musste ich eigentlich viel ausgeben, aber auch vor allem, weil ich auch wieder Truppen nachbauen Ausbau musste. vollbracht. Weil hier drüben haben die einmal alles ausgelöscht. Dann musste ich hier mal schnell nachrüsten. Musste ich auch wieder auf Speerträger zurückgreifen, um nicht so viel Eisen zu verbrauchen. Weil das brauchen wir ja eigentlich auch für unsere Technologien. Naja, wie man vielleicht hört, die Allergie ist jetzt immer noch nicht weg. Muss ich mal schauen. Ah ja, eine Kirche habe ich jetzt auch gebaut, weil ich beschlossen habe, ich muss, um an Geld ranzukommen, hohe Steuern erlegen. Jupp. Und um das zu ertragen, brauchen die Leute ja die Kirche. Die einfach tröstende Worte sagt, sage ich mal. Ach ja, ich war eigentlich auch, ich habe eigentlich in den meisten Runden keine hohen Steuern gebraucht, fällt mir so auf. Aber hier scheint es irgendwie schon ein bisschen nötig zu sein. So, der Turm steht. Na gut, die Architektenstube baue ich nach dem nächsten Winter, Fertig. um ganz sicher zu sein. So, hier muss ich noch kräftig abholzen, weil ich will ja jetzt hier quasi die Industrie drumherum bauen, aber es ist halt kein Platz dafür da. Muss ich also halt noch ein bisschen warten, bis die das freigelegt haben. Es ist Wie ihr Zahltag. seht, habe ich mir auch noch extra dafür Eureka! Leibeigene geholt, weil die ursprünglich, die hier gefällt haben, halt von den Barbaren angegriffen. Da hat sich hier so eine Gruppe festgesetzt gehabt, die ist immer hier so hin und her gerannt. Selbst wo ich mit meiner Armee kam, haben die sich quasi einfach platt machen lassen, ohne sich groß zu wehren. Das muss irgendwie noch so eine Art Bug sein. So. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Steinmetz passt schon mal hier hin. Setze ich den auch hier hin. Sofort. Ach ja, ich muss einfach das Geld irgendwie aufheben. Eine Bank bräuchte ich eigentlich, ja. Eine Bank wäre wichtig. Oh, immer noch schnauben zwischendurch, zum Glück. Mit Mikro ausschalten. Das müsste man das immer wieder mithören. Schrecklich. So. Als nächstes kommt die Bank. Dann werde ich wahrscheinlich die Schmiede ausbauen. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, ja, kann es ja eigentlich weiter aufnehmen, weil die Angriffe, die sind ja schon ein bisschen anspruchsvoller. Ein kleines bisschen. Und kann man ja eigentlich ein bisschen mehr zeigen, ist ja nicht wie die anderen Runden nur aufbauen und dann mit der fetten Armee loslegen. Aber jetzt kam halt der Frühling wieder und jetzt ist halt wieder nichts los. Oh, jetzt kann ich es hinbauen. Natürlich.
So, die sind alle jetzt schön nah dran am Lager. Haben die keinen langen Laufwege. Und dann, sobald hier der Rest abgefällt ist, kann ich da auch Hütten und alles bauen, um das gemütlich zu machen. Ja. So, was fehlt jetzt noch? Ich habe eigentlich alles an Gebäuden schon einmal gesetzt, was ich kann. Natürlich. Ja. Und ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Heureka! Okay. Ja, Schatzkammer. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Oh, ich kann die Schatzkammer hier oben bauen. Das wäre natürlich nice. Allerdings müsste ich mal schauen. Ja. Okay, die hätten dann natürlich einen langen Weg zum Essen und so. Was mit Schlafen? Ja, das geht. Das geht. Okay. Sieht dann zwar nicht mehr ganz so schön aus, aber ich werde es tun, weil es einfach effektiv ist. Außerdem sieht doch schick aus, die Bank gleich neben der Burg. Ach ja, du bist fast tot. Ja! Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauern. Was ist kürzer, das oder das? Um eure Siedler versorgen zu können. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das denke ich, oder? Puh. Allerdings, immer wenn die essen gehen, gehen die natürlich auch gleich schlafen. Ich denke, dann wäre das eigentlich kürzer. Wenn's denn sein muss. Gehen die halt hier hin und dann einfach dahin oder beziehungsweise andersrum. Das macht da keinen großen Unterschied mehr. Natürlich muss ich erst die Bank fertig kriegen, bevor ich das hier baue, weil ansonsten ziehen da andere ganz fix ein. Schwefel wird ja jetzt ja auch verfeinert. Boah, die Alchemisten, die sind ja fix. So, geht da schon was? Nee. Kein Problem. Ist das nicht wundervoll hier? Ja, ganz wundervoll. Fertig! Ein Schatzmeister beginnt mit der Arbeit in der Bank. Aber gern! So. All eure Wohnhäuser sind kürzer belegt, geht der Weg kaum, es gibt um, noch so, um es so zu Alle sehen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Sicher wird. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, das hätten wir soweit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht Ordnung. Genug zu essen. Das ist auch bald durch. Jupp. Da haben wir ja eigentlich in diesem Frühling sehr viel geschafft. Im Punkto Infrastrukturaufbau. Ah, da fällt mir ein, hier hinten ist ja noch eine Lehmgrube mit 12.000. Ja. Die können wir natürlich bebauen, weil eben jetzt da die Wölfe nicht mehr wiederkommen werden. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen.
Okay. Jetzt heißt es eigentlich nur ein bisschen warten. Wir haben Ressourcen über, aber nicht so viel. Ich möchte nämlich hier keine Ressourcen verschwenden, in denen ich hier nicht veredelte verbaue, weil ich kann zwar dann den Markt bauen, aber bei entsprechend großen Lieferungen und so weiter muss ich natürlich, dauert das immer wieder und ich müsste natürlich auch was anderes einhandeln und ich brauche eigentlich so gesehen ziemlich alles. Stein für die Türme, Eisen für die Truppen, Holz auch für die Truppen. Ich habe diesmal noch nicht so viel Holz wie sonst. Keinen Platz zum Nächtigen. Lehm brauche ich auch noch. Es gibt nicht genug zu essen. Für die Türme? Ne, Holz und Stein. Der Tag der Abrechnung. Ja, Schwefel brauche ich dann für die Kanonen. Ich muss noch eine Kanonengießerei wahrscheinlich bauen. Brauche diesmal dicke Kanonen gegen die vielen Horden. Ja, ein bisschen schwieriger. Ich werde die auch dieses Mal wahrscheinlich ausbauen. Ja, aber wir gehen, wie schon gesagt, erstmal auf die Wettermaschine, weil die halt wichtig ist. Ja, ist gut. Ja, ich denke mal, wir müssen unsere Verteidigung mal hier vorverlegen. Weil, ja, wir bauen ja jetzt hier unsere Sachen auf. Das hier ist jetzt auch okay. Ja. Ja, ist gut. Holz werden wir jedenfalls keinen Mangel haben. Ich bin wirklich sehr hungrig. Sorgt bitte für mehr Bauernhöfe. Ja, bin dabei. So. Ich glaube, ich mache dann auch eigentlich gleich den Markt, weil... Oh, es wird Winter. Es wird Winter. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Kein Problem. Denke ich, werde hier noch einen Turm hinsetzen, weil der kann dann immer effektiv feuern. Zahltag. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ausbau abgeschlossen. Schon mal daran gedacht, ich bin müde, aber kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Ja, du bist ja gleich fertig hier. Ja. Na gut. Ausbau vollbracht. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt so nicht genug zu essen. Ich hoffe nur, der Turm wird dann rechtzeitig fertig. Oh. Schaut euch die vielen ätzenden Kanonen an. Oh nee. Doppelt nee, dreifach nee. Nee, nee, nee. Komm schon. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja. Ah, das ist nicht schön. Soll ich das mit der kleinen Truppe da überstehen, frage ich mich gerade. Natürlich. Ausbau fertig. Komm schon. Die sind noch in Reichweite. Ihr werdet angegriffen. So soll es sein, wie ihr befehlt. In Ordnung. Bis in den Tod. Seid gesegnet. So soll es sein. Ergreift sie. Helias, ich brauche dich. Oh Gott. Zahltag. Ja, mein Herr.
Bekehr mir was Schickes. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. Ah, verdammt. Seht mir zu und macht es genauso. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Wie ihr wünscht. Ja, mein Herr. Ist eigentlich ein echtes Problem. Nur Mut. Boah, wieso haben die diese Runde so viele Kanonen? Das ist doch quasi doppelt so stark, als sie zuvor waren. Regungslos zu Boden. Da steht sie schon. Meine Güte. Wir kümmern uns darum. Ergreift sie. Einer eurer Helden wird angegriffen. Mir ist gleich wieder das Geld ausgegangen. Ach, Mann. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Oh, Meisterschuss kann ich ja natürlich einsetzen. Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Das habe ich schon wieder total vergessen gehabt. Hätte ich gleich eine Kanone am Anfang wegmachen können. Wie ihr wünscht. So gut ich kann. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Komm schon. Jetzt. Nein, natürlich. Die mussten Helias wieder angreifen. Ah, schade. Ansonsten hätte ich jetzt die Kanone bekehren können. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja, die kommen schon wieder mit Nachschub. Wie ihr wünscht. Ja. Was ist eigentlich mit... Ah, der Turm ist ja auch schon wieder weg. Das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Wie ihr wünscht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Seid gesegnet. Schlecht. Ja, mein Herr. So soll es sein. Ja, ich habe kein Geld mehr gehabt, um die auszurüsten, oder Gebt was? Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Wir kümmern uns darum. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Macht sie nieder! Helias, geh mal aus der Menge raus und bekehr mir mal was Schickes. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. In früheren Kampagnenrunden, vor allem in der ersten Kampagne, habe ich das irgendwie gut hingekriegt, aber ich bin irgendwie aus der Übung. Die Kanonen machen es einen aber auch nicht leicht. Gerade hier meine Leibeigene gekillt. Nee. Ah, knapp sofort. Überstanden. Aber ganz knapp. Gut. Wie schon gesagt, geradewegs auf Wettermaschine zu. Weil ich kann, wenn ich das Wetter kontrolliere, natürlich die Typen hier auch absaufen lassen, wenn die hier aufs Eis kommen. Dann bin ich nämlich... So. Dann bin ich kurz wieder. Ja, mir ist das Spiel abgestürzt. Und jetzt bin ich gerade wieder am Aufbauen, was jetzt quasi durch, weil ich ja noch nicht gespeichert habe, verloren gegangen ist. Zum Glück ist nichts von der Aufnahme verloren gegangen. Ja. Aber ich muss noch Alchemistenhütte bauen. Puh. Es war aber echt blöd. Es ist aber wirklich sehr lange her, seitdem das letzte Mal irgendwie was abgeschmiert, sozusagen. Das ist wirklich lange her. Sofort. Kein Problem. Ja, ist gut. Nun ja, ich habe die Truppen da schon wieder platt gemacht. Und ist jetzt quasi nur der Abschied vom Video.
Ich habe mich zum Glück in der Einschlacht jetzt besser geschlagen und mir sind noch ein paar Truppen übrig geblieben. Da fällt mir gerade ein, ich kann ja jetzt hier auch erstmal den Turm setzen. So. Kein Problem. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Die Bank muss ich dann hier noch bauen. Natürlich. Das wage ich nicht, wenn's denn sein muss. So. Gut, dann sage ich erstmal ciao und bis nächstes Mal, in der nächsten Woche vermutlich. Und ja, da werde ich auch inzwischen wieder alles aufgebaut haben und dann werden wir mal weitersehen. Ich schätze mal, wir werden in der nächsten Folge recht nah an die Wettermaschine kommen und werden vielleicht auch schon den ersten Wetterumschwung bewirken. Aber das werden wir sehen. Ja! Ja! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. So. Ich muss dann noch hier einen Turm hinbauen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, ich verlängere schon wieder die ganze Zeit. Also dann. Ciao und bis zum nächsten Mal.